My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, da ist der Pott Fleisch. 2,5 Kilo Schweinenacken für euch. Brauner Zucker, circa eine Tasse voll. Die lunge sich hier rein und jetzt kommt der schwarze Pfeffer. 2 Teelöffel circa, Johnny Max grob. Deswegen hau ich's einfach so in den Pott. Und nun natürlich Salz. Frisch gemahlenes Salz. Und dazu 2 Teelöffel weißer Ppfeffer. Und 2 Teelöffel Zwiebelpulver. Die wämsen wir hier einfach so raus. Zack, zugeklappt und nun kommt das Selleriesalz. Jawohl, zack, ist es offen. Oh, jetzt wird gelunzt, Freunde. Ja, genau, 2 Teelöffel. So, Chiliflocken, wir mögen es ein bisschen schärfer, Freunde. Das kann jeder selber beurteilen, wie viel er da reinwämst. So viel waren es jetzt gar nicht, aber naja, Schaden tut es ja nicht. Knoblauch dazu, natürlich so. 2 Zehen reinwämsen hier. Schön, unser Presse haben wir klein gehackt. Und das Paprikapulver hinterher vorne. Und nun natürlich Cheyenne-Pfeffer. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um hier. Das wird eine schöne Trockenmarinade. Ja, genau. Das ist unser geschnittener Schweinenacken. Den legen wir jetzt aus. Den haben wir uns selber mal zurechtgesägt. Haben uns gedacht, das ersparen wir euch mal. Ihr seht ja, wie viel Fleisch das ist, ne? Und ein Brett muss noch her. Sonst kriegen wir es gar nicht unter. Und jetzt wird geölt, Leute. Schön eingeölt. Pinsel raus, ja genau. Und drüber streichen. Oh ja. Dann glänzen sie schön. Die Fleischlappen hier. Ah, das ist schön fein. So, nichts vergessen, überall eine Schicht drauflunsen. Dann hält unsere Trockenmarinade gleich besser. So, jetzt mit dem Löffelchen hier schön was draufstreuen. Hier, genau. Das sieht doch fein aus. So, keine Stelle vergessen. Oh ja. Und jetzt, oh. Wie die heißen Girls am Strand einreiben, Leute. Schön den Fleisch einreiben. Oh. Sehr schön sieht das aus. Oh, jetzt doppelhändig streichen hier, genau. Gleich, jawohl. Oh, sehr schön. Keine Stelle vergessen. Das Gleiche machen wir natürlich jetzt von der Rückseite auf. Wir drehen alle um. Und das ganze Spirenzchen dann nochmal. Wir machen das mal eine Zeitraffer. Leute, für die 100 Jahre soll die Show wohl laufen, würde ich mal sagen, ne? Einjährige Jubiläumsfolge hier. Gibt es natürlich eine Menge Fleisch. Da links steht schon der Dutch. Ne? Da kommt es nachher rein. Und hier schön die Bretter reinballern hier. Genau. Alles rein in den Pott erstmal. Ne? Dann lassen wir das Ganze für 24 Stunden einziehen hier. Genau. So mal ein bisschen mit den Händen da. Soll ja nirgendwo was fehlen. Ne? So. Deckel drauf, bisschen Hände waschen, genau, ja, genau, Deckel drauf und ab in den Kühlschrank damit. 24 Stunden sind vorbei und jetzt kommt der Dutch-Deckel drauf. Genau, der Ofen ist offen. Ja, wir legen erstmal hier unser Bacon-Streifen rein, genau, das ist der natürliche vor dem Anbrennen Schutz, ne? Und gibt Geschmack und Fett ab und nächstens schmeckt's noch gut. Und dann packen wir schön erstmal mit am Rand hier eine Ladung Fleisch rein. Genau. So, hier, genau. Und jetzt kommen die Zwiebeln. Genau. Mehrzahl von Zwiebeln, Zwiebeln. Ne? Johnny Style, ne? Und hier ein paar Paprikas. So, und dazu kommen Jalapenos und Habaneros. Jawohl. Ihr müsst natürlich noch rein in den Pott und immer wieder abwechselnd. Zwiebeln, Fleisch, Paprika, Jalapenos, überall in die Lücken und ein paar scharfe Dinger schieben. Johnny Max scharf. Ihr könnt sie weglassen, aber wir mögen es halt scharf, wie schon gesagt. Und gleich ist der Pott auch randgefüllt, man kann da immer noch komischerweise was reinstopfen.
Man muss nur ein bisschen stopfen können. Genau. So, sieht doch schon, das sieht doch super aus hier. Und nun, Barbecue-Soße deiner Wahl drüber lunsen. Den Pott voll lunsen. Eine Pulle reinballern, das reicht. Wir haben eine dünnflüssige genommen hier, die sickert in die Ritzen. Und nun, Deckel drauf und die Kohlen anheizen. Oh, Johnny, es wird heiß hier, mal ohne Hose. Für die Girls nur, natürlich. Nicht für die Girls, sondern für die Männer. So, die Zange brennt schon, ist heiß. So, ich habe da runter 5 Stück unten. Ich würde mal sagen 6 unten. So, und dann kommen oben 18 Stück oben drauf. Und dann für 3 Stunden ballern wir das da hier in dem Ofen fertig. Man kann schön zur Seite schieben. Ich habe die Holzzange hier genommen, weil das qualmt jetzt so schön im Bild. Seht ihr das? Jawohl. Effekt. Ne? So, Hose angezogen, wird kälter hier. Ne? Und jetzt runter von den Kohlen. Ne? Je nach Kohlentyp müsst ihr halt ein paar nachfüllen. Oh. Oh, das sieht gut aus, Freunde. Dann lunsen wir uns mal gleich ein Scheibchen raus hier. Genau. So, sieht doch schon fein aus. Das Fleisch wird richtig schön zart da drin. Seht ihr das? Das fällt hier fast auseinander hier, genau. Und präsentierend, bam, da ist es schon. Boys and Girls, hier ist Johnnys Extreme Hot Juicy Schicht Fleisch aus dem Dutch Ofen. Ballert's euch rein. Woo! Johnny gibt's jetzt 1 Jahr, Freunde. Also, wählt euch noch ein Video aus. Die Rouladenbomben zum Festtag oder den Chicken Burger. Oder abonniert doch mal. Ansonsten lasst es bleiben. Also, auf ein neues Jahr. Johnny Boy is back.